Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus VTV Plus. Ich rede mit euch da draußen heute über dieses Fahrzeug hier, den Renault Clio als fünfte Produktgeneration. Auf Ausfahrt TV findet ihr die Videokaufberatung, wo ich euch das Auto vorne, innen, hinten, den Kofferraum zeige ich euch. Ich fahre den Wagen, bewerte ihn und diese Bewertung erkläre ich hier. Dieses Video ist also relativ langweilig, was das Cineastische angeht. Mal davon abgesehen, dass die Sonne untergeht, der Wagen bleibt hier stehen, ich bleibe hier stehen. Und wenn ihr die Videokaufberatung sucht, guckt unten in den Videobeschreibungstext, da ist sie denn nämlich entsprechend verlinkt. Gut, der Renault Clio. Erstmal durften sich die Franzosen aber ganz gewaltig freuen, denn im März haben sie quasi den Golf abgelöst als meistverkauftes Fahrzeug, Kompaktwagen und kleiner. Hat so ein bisschen was damit zu tun, glaube ich, dass VW wegen Corona nicht so ganz raus konnte. Und naja, ist ja auch egal. Jedenfalls der Clio, ein Bestseller vor dem Herrn und für die Franzosen seit jeher. Ne? Ich weiß noch, der erste Clio war ich sehr skeptisch, weil ich einen R5 gefahren habe mal. Wobei, nein, eigentlich eine Kollegin von uns, eine Schulkollegin, die hat den Clio bekommen zum Abi quasi oder vorm Abi schon. Da war ich schon ziemlich neidisch, weil der hatte damals schon ein bisschen PS und ich hatte später erst den R5, ja. Egal. Aber so der R5 für mich persönlich, weil ich mit den Fahrzeugen ja aufgewachsen bin, erste und zweite Serie, fast eine Ikone, wobei dieses Wort natürlich sehr inflationär benutzt wird. Aber für mich war das wirklich ein interessantes Auto. Den R4 mochte ich auch. Und den R5, erste Serie, haben die Eltern meiner ersten Freundin gefahren. Zweite Serie bin ich dann selber gefahren. Ich fand den nach wie vor oder finde den nach wie vor ziemlich klasse. Ein einfaches Auto, sehr schlicht, aber trotzdem super zu fahren. Und meine kleine Lieblingsgeschichte zu meinem R5 ist, 54 PS hatte ich nur, habe damals schon in Bielefeld studiert und bin dann immer nach Hause gependelt in die kleine schöne Stadt Bückeburg. Und damals war die 2 eine Dauerbaustelle. Und auf dem ersten Stück von Bielefeld zur Baustelle haben mich mal die dicken 5er BMWs überholt. Und in der Baustelle, so breites Auto, so eine schmale Baustelle. Und da konnte ich dann immer mit dem R5 schön durchballern. Gut, aber es geht ja um den Clio und nicht um irgendwelche alten Geschichten. Die sind wirklich alt, ne? Ja, der Clio steht auf der CMF-B-Plattform von der Renault Nissan in Klammern Mitsubishi Allianz. Unter anderem steht der Nissan Micra auf der gleichen Plattform und zumindest eine kleine Ähnlichkeit gibt es ja. Ne? Und Captur und Juke stehen ebenfalls auf der Plattform. Das lohnt sich ja jetzt mittlerweile immer. Ne? Das wissen wir ja, die Plattform, die kann man sich schön teilen. Was ich interessant finde bei dem Clio ist, seit 2019 ne, in Genf haben sie den vorgestellt, den Clio 5. Und seitdem, ein paar Monate später, gibt es ihn auch schon zu kaufen. Renault bietet aber heute immer noch den Clio 4 an. Und ich hätte es ja verstanden, hätten sie gesagt, okay, den Kombi bieten wir noch an, weil es sind 5er, da wird es den Kombi nicht mehr geben. Und der Grand Tour, so ein Kleinwagen als Kombi, gibt es ja eigentlich sonst nur noch den Skoda Fabia Kombi, den wir euch neulich auch vorgestellt haben. Macht sich natürlich ganz gut noch am Produktportfolio. Aber sie verkaufen auch den Fünftürer immer noch, ne? Nur in einer Ausstattungslinie, nur mit 2 Motoren. Und ich vermute mal, soweit ich das erinnere, ist der in Thailand gebaut worden. Und ich vermute mal, dass der da immer noch weiter gebaut wird für die Schwellenmärkte. Und dann haben sie sich gedacht, naja, wenn wir den eh noch weiter bauen, können wir hier auch noch ein paar Dinger verkaufen. Kostet dann auch irgendwie was bei 15.000 Euro. Und das ist natürlich schon eine Ansage für so ein Auto. Und ich meine, für den gibt es auch schon LED-Scheinwerfer, ne? Ja, also. Gehst zum Renault-Händler, sagst, willst du ein Clio? Fragt er dich 4 oder 5. Hat man auch nicht so oft, ne? Wobei Alex, wir hatten uns eben gerade unterhalten, meinte, das hätte es schon mal gegeben, dass sie die parallel verkauft haben. Ja, der Renault Clio. Erstmal finde ich ganz schön, Renault hat uns den in der zweitniedrigsten Ausstattungslinie gegeben. Ihr beklagt euch ja meistens, dass ich immer die Vollausstatter habe. Klar, in der Ausstattungslinie, das Paket haben sie uns auch noch drauf gegeben. Reserverad ist auch noch drin, die Farbe kostet auch extra. Aber vom Designpaket mal abgesehen, ist das fast Basisausstattung. Ne? Ja,
Und somit der Preis auch ganz interessant. Jetzt fragt man sich aber, was will ich mit so einem Auto? Ne? Und warum verkauft der sich denn auch so gut? Preis-Leistungs-Verhältnis ist, glaube ich, ganz interessant. Ne? Also in der Basis schon mit LED-Scheinwerfern ausgerüstet als Kleinwagen. Ja. Ich finde es total witzig. Mir fallen so ein paar Sachen ein. Ich habe neulich einen Kommentar gekriegt zum irgendeinem alten Video oder älteren Video. Und da mokierte sich jemand, dass ich den Renault Clio nicht als Mitbewerber genannt hat. Ich nenne ja immer nur exemplarisch drei Mitbewerber und meistens irgendwelche, wo ich auch Videos von gemacht habe, damit das irgendwie ansatzweise einen Sinn ergibt. Und da hätte ich den Clio nicht als Mitbewerber genannt, fand er unverschämt, weil der sich ja im Moment so gut verkauft. Und das war aber ein älteres Video. Ne? Wie soll ich denn das machen? So nachträglich einschneiden? Man weiß es nicht. Ne? Ja. Gut, ich bin in den Wagen jetzt 400 Kilometer gefahren und selbstverständlich, ihr wisst es ja, ne? Ich lebe auf großem Fuß, Chevy in der Garage, Porsche in der Garage und dann stellen sie mir hier ein Auto hin, drei Zylinder nur, gerade mal ein Liter Hubraum, dann auch noch handgerissen und auch nur fünf Gänge, was soll denn das? Ne? Aber er fährt sich eigentlich doch ganz gut und man muss ja immer sehen, ne? Das predige ich ja fast immer, der Anwendungszweck ist ja wichtig. Und wenn du dich mit dem Auto, und so sehe ich ihn halt, im urbanen Bereich, also in der Stadt und drumherum bewegst, vielleicht sogar noch mit so einem Radius von 100 Kilometern, ist das ein feines Auto. Auf der Autobahn 150 kannst du ganz bequem fahren, dann säuft er auch nicht so schrecklich. Aber auch so, ich bin hier am ersten Tag quasi von der Anlieferung des Fahrzeugs direkt an Bilsterberg gefahren, habe nicht so drauf geachtet jetzt auf den Verbrauch oder so, sondern bin einfach nur normal gefahren, nicht Vollgas, sondern so zwischen 130 und 150 auch da auf der Autobahn, Landstraße wie immer und bin dann hier schon mit dem Verbrauch von 5,7 Liter angekommen. Den habe ich dann auch Effizienzfahrt plus Fahreindruck zurück getroffen wieder, die 5,7 Liter. Und für einen kleinen Wagen finde ich das vollkommen okay. Ne? Klar, 4,4 Liter sagt der NEF-Verbrauch, aber WLTP sagt 5,3 Liter, da sind wir dann knapp drüber. Das finde ich voll akzeptabel. Und da musst du auch nicht mit schleichen mit dem Auto. Ne? Ja, wobei, was ich noch interessanter finde, und den möchte ich eigentlich auch ganz gerne nochmal fahren, irgendwie vielleicht nächstes Jahr oder so. Sie haben den jetzt auch rausgebracht als Vollhybrid. Wir sind ja gerade erst den Toyota Yaris gefahren. Da ist ja klar, dass es ein Vollhybrid gibt. Aber jetzt auch Renault zieht nach, bringt auch ein Vollhybrid auf den Markt. Dann wird der eine oder andere sagen, ja, aber wird ja gar nicht gefördert, aber macht trotzdem Sinn halt, ne? Weil Vollhybride meines Erachtens ein wirklich cleveres Konzept ist. Kannst immer ein bisschen elektrisch fahren und elektrisch im Stau voranrollen und so. Und das finde ich gar nicht so unsympathisch. Ja. Gut, wenn ich ganz hart sein möchte, das Auto bis hier super. Hinten für die Kinder nicht ganz so viel Spaß. Keine Spielwiese, Platzangebot ist auch schon eingeschränkt, sodass ich mit meinen 1,80 Meter da zwar gerade noch hinten sitzen kann, aber wenig Spaß habe halt, ne, beim Sitzen. Nichts mit Tanzen oder so. Und dann der Kofferraum, von der Größe her gerade noch okay für einen kleinen Wagen, aber diese extrem hohe Ladekante, wo es dann wieder so tief drunter geht. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, dass es in den höheren Ausstattungslinien dann auch nochmal einen Zwischenboden gibt. Aber bin ich mir auch nicht sicher, weil zumindest sieht man da nichts. Ob sie da so einen Plastikeinsatz machen, man weiß es nicht. Na gut. Ja. Ich muss überlegen, ob ich das jetzt sage, aber ich verstecke das mal hier. Deshalb mache ich kein News-Video, das dauert auch wieder alles. Ich habe ja den Opel Corsa abgesagt, den Opel Corsa E, das Elektrofahrzeug, weil sie konnten mir immer noch keinen Liefertermin sagen und. Damit ich aber trotzdem überhaupt ein Elektrofahrzeug irgendwie habe, kriegt Joanna jetzt eine Zoe. Und da freue ich mich schon drauf und von daher bin ich den Clio hier auch sehr gerne gefahren, weil ich dachte, ja, in der Zoe alles ein bisschen anders, aber ja schon ähnlich so, ne? Und auch Infotainment-System so ähnlich zumindest, da habe ich mich schon so ein bisschen gefreut, ja. Das als kleine News am Rande. Ich glaube, ich fange jetzt aber auch gleich an mit der Bewertung, weil so viel zu erzählen habe ich gar nicht. Und die restlichen Sachen ergeben sich dann. Erfüllt der Wagen seinen Anwendungszweck als? Relativ egal. Ich gebe hier 4 Punkte und es hat genau was mit dieser Linie zu tun. Da vorne wären es 5 gewesen, aber hier fällt das doch stark ab und Daumen gibt es nur 4 Punkte. Das Aussehen, das ist natürlich Geschmackssache und ich bewerte hier nach meinem Geschmack. Ich finde den weder hässlich noch besonders schön. Ich finde den so okay. Und okay heißt bei mir in dem Fall 3 Punkte. Die Fahreigenschaften, da gefällt er mir schon ganz gut.
was hier bei meiner Kreisfahrt zum Beispiel, Doppelkreisfahrt, so ein bisschen nicht wollte, das waren die Reifen, die haben dann gequietscht wie verrückt. Aber rein vom Fahrwerk macht er das alles mit. Und ich finde, er fährt sich auch eigentlich ganz gut. Klar, wenn ich irgendwie hier meine Testfahrten mache, speziell mit der Kamera, dann bin ich immer so mit dicken Ohren und dicken Augen immer dabei und gucke und mache. Und ich will das ja auch alles so miteinander vergleichbar machen, ne? Und von daher muss ich dann schon sagen, der ist schon, ne, nicht so super komfortabel. Aber im Grunde, gerade wenn du im urbanen Umfeld unterwegs bist, ist der super. Also vom Fahrwerk her, das finde ich schon vollkommen okay. Passt also auch mit den Fahreigenschaften. Du kannst ihn auch mal treiben. Und wie das halt immer ist bei den kleinen Nähmaschinenmotoren, ne? Turbo-Nähmaschinenmotoren, du musst ihm richtig Drehzahl geben und dann passiert auch was, aber dann säuft er halt. Und das willst du dann auch nicht. Ich bin weitestgehend im Eco-Programm gefahren. Das finde ich auch ganz angenehm. Ich will dann irgendwie doch eher sparsamer fahren, so ein Auto, als jetzt Krawall machen. Krawall machen kannst du aber auch. Und auch da wieder der Hybride, eigentlich ganz lustig, der hat dann 140 PS, ne? Ist schon gar nicht schlecht, aber es gibt den, glaube ich, auch als 130 PS Benziner. Den würde ich, glaube ich, persönlich dann doch vorziehen, aber es kommt halt immer so ein bisschen auf den Anwendungsfall an. Die 100 PS reichen den auch, dem auch auf jeden Fall. Aber die Fahreigenschaften haben ja nicht nur damit was zu tun, sondern auch, ne, lenkt, bremst und so weiter und so fort. Und das macht er hier alles sehr ordentlich. Beschleunigung, Durchzug, die 100 PS müssen 1,15 Tonnen bewegen. Das hört sich erstmal im guten Verhältnis an. Wenn du auf Drehzahl hältst, dann bewegt sich auch alles, auch ein bisschen zügiger. Aber wenn du normal fährst, ohne jetzt die Gänge so wahnsinnig hoch zu drehen, dann kommt er dir halt schon so ein bisschen, träge ist jetzt auch übertrieben, ne? Aber spritzig ist er dann halt auch nicht. Oh, jetzt ist die Sonne hier schon fast ganz weg. Beschleunigung, Durchzug heißt für mich 3 Punkte. Auch die Ausstattung bewerte ich mal mit 3 Punkten. Da fehlt so einiges. Was ich hier dem Auto zugute halten kann, ist auf jeden Fall die Klimaanlage. Wir haben ja heute Temperaturen um 30 Grad gehabt. Der hat das Auto immer sofort schnell runtergekühlt. Sehr angenehm. Und was ich halt auch klasse finde, zu dem Preis des Fahrzeugs gibt es halt LED-Scheinwerfer einfach mit dabei. Ne? Das ist schon schön. Das Infotainment-System auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen, weiß ich nicht, aber ist halt auch mit dabei. Hat auch ein Navi und Apple CarPlay funktioniert. Sage ich gleich noch was zu. Also ist es okay, die Ausstattung, aber es sind jetzt auch keine echten Highlights dabei. Von daher sage ich hier auch 3 Punkte. Der Kofferraum, 340 Liter, ist okay für einen Kleinwagen. Gebe ich trotzdem nur 3 Punkte, weil mich die Ladekante wirklich richtig stört. Und ich finde es auch blöd, dass, wenn ich die Rücksitzbank umgeklappt habe, dass ich da nochmal die Stufe habe. Ausstattung hat der Kofferraum auch nicht wirklich. Also mal von 2 Taschenhaken und der Beleuchtung abgesehen, finde ich 3 Punkte hier recht angemessen. Zuladung 438 Kilo, das geht, denke ich, in Ordnung. Eigentlich sage ich immer pro Person 100 Kilo, das ist hier aber auch nicht nur ein Viersitzer, von daher passt es. Anhängelast 900 Kilo, für die Gartenabfälle wird es reichen und du willst ja auch mit so einem Clio kein Boot ziehen oder einen Pferdeanhänger. Von daher ist das schon in Ordnung, sage ich hier 4 Punkte. Jan-Faktor, wie sehr spricht mich das Auto an? Wie groß ist der Haben-Wollen-Faktor? 2 Punkte, 2 von 5. Ich finde ihn okay, aber ich habe auch kein gesteigertes Interesse. Wenn ich den als Vollhybrid mal fahren würde, wäre es vielleicht sogar ein Pünktchen mehr, aber so in dem Fall hier mit dem 100 PS-Motörchen, 2 Punkte. Effizienz, NEFZ bei 4,4, real, nein, WLTP 5,3, effizient gefahren bin ich auch 5,3, also auf dem WLTP eine Punktlandung. Insgesamt über 400 Kilometer sind wir beim Verbrauch von 5,7, damit 23% über dem NEFZ, der ja eh bald irrelevant ist, WLTP gerade mal 7% drüber, dafür gebe ich durchaus einen 2. Punkt. Fahrkomfort, Sitze, Fahrwerk, zum Fahrwerk hatte ich eben schon was gesagt, das ist okay. Die Sitze sind auch okay, ein bisschen besser als okay, würde ich sogar noch sagen. Zusammen fährt man bequem, ne? Zumindest im Urban. Also ich weiß nicht, wie es lang. Ich bin keine Langstrecke gefahren. Ich bin wirklich bisher nur 400 Kilometer mit dem Auto gefahren. Von daher 4 Punkte. Geräuschniveau. Naja, so ab 140 sind die Windgeräusche schon da. Ab 160 musst du deine Stimme heben.
Es sind auch wirklich nur die Windgeräusche. Den Motor hörst du dann kaum, weil der Motorklang vom Wind hinweggetragen wird. Was ich ganz lustig finde, ich fahre die Autos ja meistens. Ne? Jetzt haben wir hier heute am Bilsterberg gedreht. Der Alex schneidet gerade schon wieder brav. Und der sagte mir, du, von außen hört er sich aber ganz gut an. Ne? Ja, von innen hörst du davon rein gar nichts, außer du drehst den Motor halt richtig hoch. Egal, was will ich sagen? Geräuschniveau 3 Punkte. Ergonomie habe ich erst ein bisschen überlegt, aber im Prinzip hast du kaum Knöpfe, die kannst du gut erreichen. Und wenn du den Tag gefahren bist, weißt du auch, wo welche Knöpfe sitzen. Also hier 4 Punkte. Assistenzsysteme. Ich fordere ja immer 4 Systeme. Eins fehlt schon mal, das ist der Totwinkelwarner, was ich auch gar nicht verstehe, weil gerade in Frankreich, wo du ja hier 120 auf der Autobahn hast, also quasi alle die gleiche Geschwindigkeit fahren, finde ich so ein System noch wichtiger, weil du dich ja gar nicht so konzentrieren musst wie bei uns in Deutschland. Ist aber nun mal nicht dabei, der Tempomat ist nicht adaptiv. Gut, kann man sagen, im Kleinwagen muss er das auch nicht sein. Ich finde es aber ganz schön, wenn er es ist. Der Spurhalteassistent, der hält die Spur und lenkt auch ständig mit, hält dich aber nicht permanent in der Mitte der Spur. Trotzdem funktioniert er ordentlich. Und die Verkehrszeichen in Erkennung, soweit ich das beurteilen kann, ebenso. Von daher 3 Punkte habe ich hier gegeben, ne, für die Assistenzsysteme in Summe. Das Infotainment-System finde ich sehr schlicht, sehr einfach, aber das ist ja gar nichts Schlimmes, ne? Trotzdem kannst du es gut bedienen und es muss flüssig sein. Das ist hier durchaus gegeben. 4 Punkte. Die Lautsprecher in der Nullstellung, boah, schwierig. Aber wenn du mit dem Equalizer rumspielst, dann schon deutlich besser. Pendelig so zwischen 3 und 4 Punkten, habe mich jetzt aber hier für 3 Punkte entschieden, weil ich ja der Meinung bin, dass die Lautsprecher in der Nullstellung sich schon ordentlich anhören müssen. Der Airbag vorne ist abschaltbar mit so einem Knebel und wir haben auch ISOFIX-Halterung auf dem Beifahrersitz. Das ist top. 5 Punkte. Einklemmschutzfenster hinten funktioniert auch. 5 Punkte. Und praktische Elemente für die Familie gibt es quasi fast gar nicht. Wir haben 2 Ablagemöglichkeiten und das war es auch schon. Und somit war es das hier auch schon. Ne? Einmal kurz erklärt, warum, wie bewertet. Jetzt frage ich mich, wollt ihr was hinzufügen? Wenn so viele Clios verkauft worden sind, dann müssten auch unter meinen Zuschauern einige Clio-Besitzer auch sein. Was sagt ihr zum 5er? Würde mich mal interessieren. Welche Version fahrt ihr? Einfach mal so ein bisschen Interaktion, mal gucken, was ihr da so sagt. Gut, das soll es aber auch gewesen sein von meiner Seite aus. Ich verabschiede mich jetzt, höflich und freundlich wie immer. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.